Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Interessierte. Wir freuen uns, dass Sie heute zu unserer FOCUM Evening Lecture mit dem Titel Documenta Ost-West, Kunstpolitik und Kunstmarkt eingeschaltet haben. Die Documenta und der Kunstmarkt ist ein wichtiges und vielfach diskutiertes Thema, das bisher allerdings nur in Ansätzen beforscht ist, obwohl die Documenta seit ihrer Gründung 1955 eng mit dem Kunstmarkt verbunden ist. Auf der einen Seite fallen die ersten Ausgaben der Documenta mit dem wirtschaftlichen Boom der 1950er Jahre zusammen und also mit dem neuen Selbstbewusstsein der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber der Welt, aber auch gegenüber der Ostzone. Auf der anderen Seite gelang die Realisierung der ersten Documenta 1955, die in außerordentlich kurzer Zeit aus dem Boden gestampft wurde, nur durch die zum Teil aus Vorkriegszeit bestehenden Kontakte zu Privatleihgebern, Museen und Galerien. Ein Blick in die vielen Documenta-Kataloge macht deutlich, dass die Kunsthandlungen stets einen wichtigen Stellenwert einnahmen. Die Documenta ist von Anfang an eine Vermarktungsausstellung, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass wichtige Documenta-Werke nach der Documenta ihre Wege in unzählige museale und private Sammlungen weltweit gefunden haben. Allerdings hat die vorherrschende Einschätzung, die Documenta sei ein einzigartiges Ereignis, ein Geniestreich des Kasseler Professors Arnold Bode und seines Spiritus Rector Bernhard Haftmann dazu geführt, dass die Documenta bisher kaum im Kontext der deutschen und europäischen Markt- und Ausstellungsszene diskutiert wurde. Für unser Thema Kunst und Markt bedeutet dies zum Beispiel, dass zwar die Förderung der Documenta durch Bund, Stadt und Land allgemein bekannt ist, gerade die Finanzierungsdefizite haben bis zur Documenta 14 immer wieder Furore gemacht, wie man an diesem Bild hier sieht. Doch welche Finanzierungsmodelle sich die Documenta-Macher noch einfallen ließen und welche Rolle dabei der Kunsthandel spielt, wird kaum diskutiert. Wie Sie dem Titel unseres Vortrags Documenta Ost-West, Kunstpolitik und Kunstmarkt entnehmen können, handelt es sich um ein sehr großes Thema, das wir, Mela Davila Freire und ich, uns für heute vorgenommen haben. Mit Blick auf den thematischen Umfang und das Online-Format werden wir keinen klassischen Vortrag liefern, sondern in einem Werkstattgespräch erste Problemfelder skizzieren, die uns für das Thema wichtig erscheinen. Ziel des Gesprächs ist es, möglichst viele von Ihnen anzuregen, selbst forschend tätig zu werden und dabei auch den Ost-West-Konflikt und die unterschiedlichen Kunstmarktsituationen im Ostblock und im Westen nicht aus den Augen zu lassen. Der Fokus unseres Gesprächs heute liegt auf den Documenta-Ausstellungen 1 bis 6. Das heißt, wir bewegen uns in den Jahren 1955 bis 1977. Wir werden Osten und Westen in zwei Komplexe trennen. Zum einen, weil es sich um zwei unterschiedliche Wirtschaftsräume handelt. Zum anderen, weil wir uns mitten im Kalten Krieg befinden und die Documenta mit ihrer Situierung an der innerdeutschen Zonengrenze von Anfang an zum freiheitlichen Kunstbollwerk gegen den Osten stilisiert wurde. Mela Davila wird nun im Folgenden über die Documenta, den Kunstmarkt und den Westen sprechen. Daran schließt sich ein Blick auf den Osten an. Abschließend wird Mela Davila noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen und einen Ausblick geben. Damit übergebe ich an Mela Davila Freire. So, vielen Dank, Alexia, für deine Einführung. Und ich danke auch Dorothee Wilmer und Gabriele Zöllner für ihre freundliche Einladung, an dieser Sitzung der FOCUM Evening Lectures teilzunehmen. Wie Alexia Poth hervorgehoben hat, nimmt unter den vielen Aspekten der Documenta-Geschichte, die noch vertieft werden könnten, die Beziehung zwischen dem Kasseler Ausstellungsereignis und dem Kunstmarkt, der sich in der westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem mächtigen und einflussreichen Sektor entwickelte, die wir heute kennen,
ein herausragender Platz ein. In der Geschichte der Documenta ist die erste und offensichtlichste Verbindung zum Kunstmarkt eng mit Fragen der Finanzierung verbunden. Wie Alexia schon erwähnt hat, war 1955 der Staat die einzige Struktur, die die Kosten für eine so ehrgeizige Ausstellung, wie sie Bode und Haftmann vorschwebte, übernehmen konnte. Und zwar in seinen verschiedenen Ebenen: Stadt, Land und Bund. Alle drei haben Beiträge aus der ersten Ausgabe der Documenta geleistet. Wie auf dem Bild zu sehen ist, dass ein internes Dokument mit den geschätzten oder bereits bestätigten Beiträgen des Bundes, des Landes Hessen und der Stadt Kassel zeigt. Dass sie jedoch wussten, dass die öffentliche Unterstützung für ihre Pläne eindeutig nicht ausreichen würde, haben Bode und seine Kollegen von Anfang an den Verkauf von Kunstwerken als eine der möglichen Finanzierungsquellen in ihren Plan aufgenommen. Dies mag heute überraschen, aber Tatsache ist, dass eine solche direkte Verbindung zwischen Kunstausstellungen und dem Markt bis vor kurzem nicht als Konfliktquelle angesehen wurde. In der Kunst war die Grenze zwischen kommerziellen Praktiken und gemeinnützigen Aktivitäten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch fließend. Die Biennale von Venedig beispielsweise unterhielt bis 1968 ein eigenes Verkaufsbüro. Aus diesem Grund war die Kommerzialisierung der Werke neben dem Verkauf von Eintrittskarten und Katalogen einer der Hebel, den in Kassel von Anfang an einzusetzen bereit waren. So war bereits in den Leihbedingungen der ersten Documenta eine Provision von 15% des Preises vorgesehen, die die Organisation für jedes während der Ausstellung verkaufte Kunstwerk verlangen würde. Diese Provision, die 1968 auf 20% erhöht wurde, blieb in den Leihverträgen bis zu den Vorbereitungen für die Documenta 8, die 1987 stattfand, in Kraft. Das heißt es beispielsweise auf dem Lieferschein der Düsseldorfer Galerie Schwan und Böger, dass die zur ersten Documenta in Kassel deponierten Grafiken von Picasso und Marino Marini verkäuflich seien. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Organisatoren und Galerien dieses Geschäftsmodell in Angriff nahmen, hatte in Deutschland viel mit der Geschichte der Kunstvereine zu tun, die seit ihrer Gründung den Verkauf von Werken zu ihren verschiedenen Zielen zählten. Im Fall Documenta bleibt es allerdings noch zu untersuchen, wer die Käufer waren, die Werke auf der Documenta erwarben, welche Werke verkauft wurden und welche Rolle die Galerien bei diesen Verkäufen spielten. Einen zweiten Aspekt muss in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden. Seit Beginn des Jahrhunderts wuchs das Interesse der Künstler an serieller Kunst oder vervielfältigter Kunst allmählich, zusammen mit der Entwicklung verschiedener Techniken wie Fotografie, Gravur und Druck, die diese Vervielfältigung zunehmend erleichterten. In den 50er Jahren wurde dieses Interesse immer stärker ausgeprägt. Ein Beispiel dafür ist Victor Vasarely, der schon ab 1955 die serielle Produktion von Kunstwerken leidenschaftlich verteidigt hat. Unsere Existenz, so Vasarely in seinen Notizen für ein Manifest, hat sich verändert und deshalb müssen sich auch unsere Ethik und unsere Ästhetik ändern. Und wenn die Idee des plastischen Kunstwerks bisher im Sinne des Handwerks und des Mythos des Unikats gedacht wurde, so muss sie heute die Vorstellung von einer Möglichkeit der Erneuerung, Multiplikation und Erweiterung weichen. Vasarely und viele andere Künstler begannen, sich ernsthaft für diese Perspektive zu interessieren, was im folgenden Jahrzehnt zu interessanten Entwicklungen wie der Geburt des konzeptionellen Künstlerbuchs führen sollte. Hinzu kam ein dritter Faktor, nämlich das von mehreren Documenta-Organisatoren, allen voran Arnold Bode, geteilte Kunstverständnis, wonach sich künstlerisches Schaffen nicht nur in den klassischen Gattungen Malerei, Skulptur und Zeichnung manifestiert,
sondern darüber hinaus auch in Formaten, die eher für die angewandten Künste typisch sind, wie Grafik, Industriedesign oder Architektur. Dementsprechend wurde diesen Formaten bereits in den ersten Dokumenten Aufmerksamkeit geschenkt. Davon zeugt die Sonderausgabe des Katalogs zur zweiten Documenta, die als Inserate Grafik der an der Ausstellung beteiligten Künstler enthält. All diese Faktoren kamen ins Spiel, als Arnold Bode 1959 während der Vorbereitungen zur Documenta 2 den Galeristen Heinz Stünke einlud, einen kleinen improvisierten Verkaufsstand in einem Raum neben der Grafikausstellung einzurichten. Der Verkaufserfolg war groß und unerwartet. In der Tat so erfolgreich, dass sie die Organisatoren dazu veranlasste, einen eigenen Verlag für die Documenta zu gründen. Dieser als Documenta Foundation bezeichnete Verein wurde offiziell 1964 gegründet. Herbert von Butler, eins von den Documenta-Gründern, wurde zum Vorsitzenden dieser Foundation gewählt und sollte für die Repräsentation zuständig sein, während Heinz Stünke, der zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt wurde, für die praktische Organisation verantwortlich war. Heinz Stünke, der sich schon vor dem Krieg sehr für Literatur und Kunst interessierte, war während des Nationalsozialismus im Bildungsbereich des Nazistaats tätig. Unmittelbar nach dem Krieg, Ende 1945, hat er zusammen mit seiner Frau Eva die Galerie der Spiegel in Köln gegründet, wo es natürlich mit Kunst gehandelt wurde, aber auch Dienstleistungen wie Einrahmung, Buchbinderei und Gravur angeboten wurden. Als Dienstleister begann Stünke bereits während der Documenta 2 mit Kassel zusammenzuarbeiten und die Rahmen zu liefern. Gleichzeitig begann er, dank seinen Kontakten zu Sammlern und Künstlern, auch die Kuratoren zu unterstützen. Die erste von der Documenta Foundation produzierte Edition 64 von Multiples und Editionen wurde während der Documenta 3 vorgestellt und zum Verkauf angeboten. Neben 10 Originalwerken, die von Künstlern gestiftet worden waren, versammelte die Edition 64 Arbeiten, die nach Originalien die 25 Künstler, darunter Alexander Calder, George Rickey und Henry Moore, der Foundation geschenkt hatten, seriell bearbeitet worden waren. Mit wenigen Ausnahmen, vor allem bei den dreidimensionalen Werken, deren Auflagen kleiner waren, wurden diese Werke in einer auf 100 nummerierte und signierte Exemplare begrenzten Auflage hergestellt. Obwohl die meisten Arbeiten grafischer Natur waren, Holzschnitte, Lithografien und auch einige Siebdrucke, wurden auch die ersten Porzellanreliefs eines anderen, parallel laufenden Projekts vorgestellt. Die Rosenthal-Reliefreihe, eine Initiative von Philipp Rosenthal, dem Porzellanhersteller aus Selb, und Arnold Bode, in deren Rahmen verschiedene Künstler wie Lucio Fontana, Henry Moore und Victor Vasarely unter anderem die Möglichkeit hatten, mit dem Produktionsteam der Porzellanfabrik zusammenzuarbeiten, um ihre Werke herzustellen. Auf dem Bild ist das Relief Laika von Victor Vasarely zu sehen. Der brasilianische Künstler und Designer Almir Mavigné beteiligte sich an der Edition 64 mit 2 Reliefs, die die gleichen optischen Spielereien wie seine zweidimensionalen Op-Art-Werke versuchten. Und der Verkauf florierte erneut. Zitat: Die Documenta-Leitung rechnete in der ersten Vermarktungsaktion mit einem Reingewinn von 200.000 Mark. Zitat Ende, berichtete die Presse im Juni 1964. Bis zum Ende der Ausstellung wurde die Stiftung 170.000 Mark zur Documenta beisteuern können. Eine nicht unbeträchtliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Beitrag der Bundesregierung zur Documenta 100.000 Mark betragen hatte. Die Documenta 4 wurde 1968 stattfinden, in einem turbulenten Jahr, in dem zahlreiche politische und soziale Proteste ausbrachen und gleichzeitig viele Institutionen, wie sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges funktioniert hatten, ernsthaft in Frage gestellt wurden. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Interessenkonflikte im Geschäftsgebaren der Documenta Foundation geriet auch die Documenta in die Kritik.
Für diese vierte Dokumenta wiederholte die Dokumenta Foundation ihre Formel. Neben der Ausstellung von Druckgrafiken und Multiples mit dem Titel Grafik und Objekte – vervielfältigte Kunst wurde wieder ein Verkaufsstand eingerichtet an dem Werke der Edition 64, der Rosenthal Reliefreihe und der neuen Edition 68 angeboten wurden. Das Bild zeigt einen Überblick der Grafikausstellung. Die Edition 68 enthielt auch Objekte amerikanischer Popkünstler wie Roy Lichtenstein, dessen Werk ein im Offset-Verfahren gedruckter Multiple ist, denn wenn er gefaltet wird, die Form einer Pyramide annimmt. Auf diesem Foto kann man den Verkaufsbereich in Dokumenta 4 sehen, mit Lichtensteins Pyramide im Vordergrund und auch der junge Rudolf Zwerner, der sich über den Tisch im Hintergrund beugt. Und hier schließlich eine Auswahl der Drucke der Edition 68, die ebenfalls in der Dokumenta Cafeteria aufgehängt wurden. Das letzte Bild und dieses Bild sind zwei von den sehr wenigen Bildern, die den Verkauf von Dokumenta Foundation Editionen in Kassel dokumentieren. Die Einzelheiten dieser Verkäufe sind kaum bekannt und es waren bisher keine Bilder des Verkaufsstandes veröffentlicht worden. Allerdings wurde die Position von Heinz Stünke, wie ich bereits sagte, immer problematischer. Stünke musste immer wieder den Spagat schaffen zwischen seinen Aufgaben als Mitglied des Dokumentarates, als Dienstleister für die Ausstellung, als Mitglied der Dokumenta Foundation und als Gründer des Kölnischen Kunstmarktes, der sich 1967 gemeinsam mit Rudolf Zwerner zum Pionier der zeitgenössischen Kunstmessen entwickelt hatte. Der Interessenkonflikt, der ihn umgab, war so offensichtlich, dass viele der zahlreichen Proteste, die im Frühjahr 1968 in der Öffentlichkeit aufkamen und sich vor allem gegen den endogamen Charakter der Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Dokumentarteams richteten, gegen ihn persönlich gerichtet waren. Auch dieses Flugblatt, das bei der Eröffnung der Dokumenta 4 verteilt wurde, war von einer Gruppe Hamburger Studenten an ihn gerichtet. Der gesamte amerikanische Beitrag wird von einem Kölner Galeristen ausgewählt, der sich in der einzigartigen Situation befindet, als offizieller Dokumentaratsmitglied zu Teilnahme anfordern zu dürfen und gleichzeitig für seine Galerie zu akquirieren. So nebenbei organisiert er noch den Kölner Kunstmarkt, den Händler Trust der sogenannten Progressiven und Ausstellungen wie die Ars Multiplicata mit möglichst eigenen Beständen. Zitat Ende. Nun, das ist nur ein kurzer Überblick über einige Aspekte der vielfältigen Beziehung zwischen frühen Dokumenten und dem Kunstmarkt aus westlicher Sicht, vielen von deren Implikationen noch gründlich erforscht werden müssen, um die wahre Rolle zu verstehen, die sie damals gespielt haben. Aber ich möchte jetzt Alexia Pott übergeben, die zu diesem Thema aus der Perspektive des Ostens sprechen wird. Jetzt nehme ich Sie mit in den Osten. Mein Teil des Vortrags werde ich in drei Punkte gliedern, wovon mein erster Freiheit versus Unfreiheit heißt. Hinter diesem Gegensatzpaar versteckt sich die Frage, wer über wen im Zusammenhang Dokumenta Kunstmarkt Osten spricht und welche Bilder über den jeweils anderen damit generiert werden. Gerade im Kontext des Kalten Krieges ist diese Frage meines Erachtens entscheidend. Denn bei der Dokumenta geht es bis zum Fall der Mauer fast ausschließlich um den Blick des Westens auf den Osten, ein geografischer und zugleich ideologischer Begriff, der von den Dokumentamachern in der Regel nicht weiter definiert wurde. Der Hintergrund dafür ist, dass sich die an der innerdeutschen Zonengrenze gegründete Dokumenta von Beginn an als künstlerisches Bollwerk gegen den Osten verstand. Das heißt, gegen den Kommunismus und gegen den sozialistischen Realismus. Gefördert von der Bundesregierung fand die politische Westbindung der Bundesrepublik ihren künstlerischen Ausdruck in der Schau. Vor allem mit der abstrakten 1955 und 1959 gezeigten Kunst
wurde in Kassel für die Welt der Anspruch visualisiert, dass die Bundesrepublik die, Zitat, einzige Vertreterin wahrer und echter Kulturpflege in Deutschland ist. Zitat Ende. Der Grund dafür war der Formalismusstreit, der in der DDR, aber auch in anderen osteuropäischen Staaten geführt wurde. Dahinter verbirgt sich die nach sowjetischem Vorbild durchgesetzte Etablierung des sozialistischen Realismus als einzig gültigen Kunststil. Für die Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands galt, dass sich die Künstlerschaft in den Dienst des sozialistischen Realismus zu stellen habe. Die formalistische Kunst im Westen wurde als dekadent abgelehnt. Aus westlicher Perspektive wiederum wurde die Indienstnahme der Kunst durch die Politik als Unfreiheit interpretiert, was dazu führte, dass der sozialistische Realismus bis in die 1970er Jahre auf der Documenta tabu war. Mit ihrer Absage an die Kunst des Ostens stand die Documenta allerdings vor einem Dilemma. Da sie sich selbst, wie man hier auf dem Plakat sehen kann, als international verstand, mit dem Ziel, die gängigen Kunsttendenzen der Zeit zu präsentieren, durfte der Ostblock natürlich nicht fehlen. Doch was war zu zeigen? Bis heute ist kaum aufgearbeitet, welche osteuropäischen Künstlerinnen und Künstler wann, warum und vermittelt durch wen in Kassel gezeigt wurden. Sicher ist, dass immer auch osteuropäische Künstler auf der Documenta dabei waren. Geht man allerdings die Künstlerlisten durch, dann ergibt sich folgender Eindruck. Entweder wurden osteuropäische Künstlerinnen und Künstler in Kassel gezeigt, die bereits in den Westen emigriert waren, das heißt im Westen lebten, die von westlichen Galerien vertreten wurden oder die sich stilistisch an dem orientierten, was im Westen gerade en vogue war und was sie natürlich für westliche Galerien interessant machte. Beispiele für diese Einschätzung gibt es viele. Etwa ist hier der bulgarische Künstler Christo zu nennen, der 1964 in Kassel seine spektakuläre Arbeit 5600 Kubikmeter Package zeigte. Eine riesige Installation, die noch heute zu den Hauptwerken der Documenta zählt. Christo allerdings kam zum Aufbau seiner Arbeit nicht aus Bulgarien, sondern gemeinsam mit seiner Frau Jean-Claude aus Paris. 1958 war er in den Westen übergesiedelt, was bis heute als Startschuss seiner Karriere gilt. Und auch der polnische Avantgarde-Künstler Tadeusz Kantor kann hier genannt werden, der ab Mitte der 1950er Jahre zwischen Ost und West agierte. Sein hier zu sehendes Bild Rory, das 1959 auf der Documenta als Beispiel für abstrakte Kunst aus Polen präsentiert wurde, wurde nicht aus Polen nach Kassel gebracht, sondern durch die Pariser Galerie Marc Spiegel. Diese Provenienz, genauso wie die der vielen anderen osteuropäischen Werke, müsste dringend betrachtet werden. Nicht zuletzt, weil die im Documenta-Archiv in Kassel erhaltenen Archivalien den Eindruck ergeben, dass sich die meisten Documenta-Macher so gut wie nicht für die Kunstproduktion im Osten interessierten. Heinz Stünke zum Beispiel war der Meinung, dass, Zitat, erwiesenermaßen von Künstlern aus östlichen Ländern keine Überraschungen zu erwarten seien, Zitat Ende, auch wenn diese stilistisch konform malten. Diese Einschätzung ist wichtig, denn damit visualisiert sich die Documenta nicht nur als Schau, auf der der sozialistische Realismus tabu war, sondern auch als eine, in der die moderne Kunst aus dem Ostblock keine große Stimme hatte. Wie spannend das Thema der Liaisons und Kontakte zwischen der Documenta und den Ostblockländern ist, zeigt sich exemplarisch an der Galerie Michael Werner. Seit 1968 vertrat der Kölner Galerist den in Dresden lebenden Maler Ralf Winkler alias A.R. Penck. 1972 brachte Werner Penck erstmals auf die Documenta
und zwar mit Werken, die in die Bundesrepublik geschmuggelt worden waren. An dem Beispiel Penck lässt sich folglich exemplarisch diskutieren, welche Distributionswege es zwischen Ost und West gab, wie porös der eiserne Vorhang war und welche Macht die Händler hatten, indem sie für Künstler wie Penck, der nicht reisen konnte, die Preise im Westen bestimmten. Auch hier steht Forschung aus. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, der Blick aus dem Osten nach Kassel. Die Frage, wie der Osten auf die Documenta blickte, das heißt, wer, was, wo und wann über die Documenta in Osteuropa wusste, kann nicht pauschal beantwortet werden, schon allein, weil wir es beim Osten um eine Vielzahl an Ländern und Künstlerinnen und Künstlern zu tun haben. Auch hier fehlt Forschung, zum Beispiel in den Nachlässen vor Ort, das heißt in Ungarn, Polen oder der ehemaligen CSSR, in denen sich, wie dieser Artikel des polnischen Documenta-Teilnehmers Alexander Kopczej beispielhaft zeigt, Materialien befinden. Etwas einfacher ist es daher, sich mit der DDR zu beschäftigen. Seit 1955 gab es einzelne Kunstkritiker und Autoren, die zum Teil regelmäßig nach Kassel reisten und die dort erlebten Eindrücke in Reiseberichten oder Zeitungsartikeln veröffentlichten. Die Documenta spielte in der offiziellen Berichterstattung keine große Rolle, schon allein, weil die Angst vor, Zitat, unkontrollierten und damit möglicherweise unkontrollierbaren Einflüssen, Zitat Ende, groß war. Informationen über die internationale Kunstszene gingen daher durch einen engen ideologischen Filter, wie es der ehemals Ostberliner Galerist Jürgen Schweinebraden formulierte. Entsprechend kanalisiert waren die offiziellen Informationen, die über die Documenta in die Öffentlichkeit gelangten. Für unser Thema Documenta und Markt sind meines Erachtens zwei bisher wenig beachtete Publikationen interessant, die genau diesen ideologischen Filter mit definierten. Das eine Buch stammt von dem Kunsthistoriker Hermann Raum. Es wurde 1977 im Seemann Verlag veröffentlicht, basiert aber letztlich auf seiner 1963 entstandenen Dissertation. Der andere Band erschien 1967 im SED-eigenen Dietz Verlag. In beiden Bänden dient die Documenta als hervorstechendes Beispiel, um auf der Basis der marxistischen Theorie die, Zitat, rücksichtslose Verflechtung von Monopolbourgeoisie, Kapital, Politik und Kunst, Zitat Ende, anzuprangern. Im Sinne der SED-Propaganda und sozialistischen Ideologie diente die Diskussion dazu, den Niedergang des Kapitalismus im Gegensatz zur Stärke des Sozialismus zu beweisen und den Anti-Humanismus der westlich-formalistischen Kunst auf der Documenta an den Pranger zu stellen. Interessant an diesen agitatorischen Texten, die paradigmatisch die Rhetorik des Kalten Krieges visualisieren, ist die synthetische Sicht auf die Documenta. Markt, Kapital und staatspolitische Interessen werden zusammengedacht und damit ein Sachverhalt zur Sprache gebracht, der im Westen unter dem Label der Kunstfreiheit lange ausgeklammert wurde. Erst seit wenigen Jahren wird über die Documenta als einflussreicher Player im Kontext bundesrepublikanischer Macht- und Wirtschaftsinteressen nachgedacht. Hier auch die Perspektive der DDR mit einzubeziehen, wäre sinnvoll und meines Erachtens erhellend reizvoll. Einer der wenigen westlichen Künstler, der sich mit dem Thema Instrumentalisierung der Kunst durch Wirtschaft und Politik beschäftigte, war bzw. ist Hans Hake. Exemplarisch steht hierfür die Arbeit der Pralinenmeister über den Aachener Großindustriellen und Sammler Peter Ludwig. 1982 wurde sie auf der Documenta gezeigt. Heute gilt sie als Hauptwerk institutionskritischer Kunst.
Hake wurde sein dekonstruktiver Spürsinn allerdings nicht immer positiv ausgelegt. Erst 2018 kam es zum Ankauf der Arbeit durch das Museum Ludwig, in dem sich zahlreiche von Ludwig über den Kunsthandel erworbene Dokumentearbeiten, vor allem aus der Rubrik Pop Art, befinden. Damit komme ich zum letzten Punkt meines Vortrags. Die Documenta Peter Ludwig und der staatliche Kunsthandel. Mit der neuen Ostpolitik unter Willy Brandt änderten sich ab 1969 die politischen Vorzeichen. 1977 wurde die DDR als einziges Ostblockland das erste und auch das letzte Mal offiziell auf der Documenta präsentiert, um die malerischen Qualitäten der Kunstwerke zu zeigen und Informationslücken über die DDR-Kunst in der Bundesrepublik zu schließen. Die Präsentation der vier Maler Willi Sitte, Bernhard Heisig, Werner Tübke und Wolfgang Matheuer in Kassel fiel in eine Phase der erhöhten Außenhandelstätigkeit der DDR. Diese lag vor allem in den Händen des 1974 gegründeten staatlichen Kunsthandels. Die D6 war für die Exporttätigkeit der DDR zwar nicht der Startschuss, aber ein wichtiger Meilenstein. Denn einerseits trug der Marktfaktor, den die Documenta unweigerlich für Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke hatte, dazu bei, dass westdeutsche Galeristen wie Günter Busberg oder Michael Herz ihre Bemühungen um die Kunst aus der DDR verstärkten. Nach 1977 wurden Arbeiten aus der DDR vermehrt auf den bundesdeutschen Markt gebracht, um bei einem Performance- und Konzeptart-müden Publikum den Wunsch nach figürlichen Werken zu befriedigen. Andererseits sah der 1974 gegründete staatliche Kunsthandel im Export von Gegenwartskunst eine Chance, Devisen zu erwirtschaften und die DDR auf dem internationalen Kunstmarkt zu etablieren. Einer der wichtigsten Einkäufer in der DDR war der schon erwähnte Aachener Schokoladenhersteller Peter Ludwig. Vor allem ihm war der Marktfaktor, den die Documenta hatte, mehr als bewusst. Zwar war er schon vor der offiziellen Einladung von Tübke, Heisig, Sitte und Matheuer durch die Documenta 6-Macher im Verkaufsgespräch mit Künstlern und Staat, doch die Documenta-Teilnahme der vier Maler beflügelte sein Interesse. Gerne hätte er Kunstwerke wie die Vorstudie zum Palast der Republikbild Mensch, Maß aller Dinge, das hier links ganz klein zu sehen ist, als seines ausgewiesen. Der bürokratische Rahmen des staatlichen Kunsthandels verhinderte allerdings, dass das Werk noch vor der Öffnung der Documenta 6 den Weg in Ludwigs Besitz nahm. Erst 1978 konnte Ludwig es kaufen. Heute befindet es sich in Wien. Peter Ludwig, der bis zum Fall der Mauer eine repräsentative Sammlung von osteuropäischer Kunst zusammentrug, genoss in der DDR höchste Ehren. Mit seinem Engagement trug er jedoch dazu bei, das politische System in der DDR zu stützen und letztlich interessanterweise mit Hilfe des staatlichen Kunsthandels die von Walter Hähnel und Hermann Raum schon in den 60er Jahren angeprangerte Verquickung von Monopol, Politik und Markt in Westdeutschland zu tradieren. Vielen Dank und damit gebe ich zurück an Mela Davila Freire. Als Abschluss und Ausblick möchte ich rasch die wichtigsten Themen noch einmal zusammenfassen. Ich denke, unser Werkstattgespräch hat gezeigt, dass das Thema Documenta Ost-West, Kunst und Markt sehr vielschichtig und facettenreich ist. Alexia Both hat in ihrem Teil den Kontext und die politisch-ideologischen Vorzeichen im Ostblock skizziert und mit Michael Werner, Peter Ludwig und dem staatlichen Kunsthandel der DDR einige der wichtigsten Akteure benannt. Ich, für meinen Teil, habe mich eher auf eine Nebengeschichte konzentriert, um Ihnen mittels der Documenta Foundation einen Weg aufzuzeigen, mit dem die Documenta versuchte, ein von staatlichen Subventionen unabhängiges Finanzierungsmodell zu schaffen. So
Sowohl in Bezug auf den Osten als auch den Westen wollten wir zeigen, wie notwendig es in Bezug Kunst und Markt ist, den Weg der traditionellen Historisierung der Dokumenta zu verlassen, um weniger erforschte, aber nicht weniger relevante Facetten des Themas offenzulegen. Unter den vielen Fragen, die sich angesichts der Ergebnisse unserer eigenen Forschung stellen, möchten wir einige Themen hervorheben, die, so wie wir öfter darauf hingewiesen haben, dringend weiter betrachtet werden müssen. Eins, angesichts der neueren Erkenntnisse über die Verbindungen der intellektuellen Väter der Dokumenta zum nationalsozialistischen Regime, wäre es wichtig, im Detail zu analysieren, welche Auswirkungen diese Verbindungen auf die Entwicklung der Dokumenta hatten. Zum Beispiel im Fall von Heinz Stuhnke, dessen persönliche und berufliche Biografie noch nicht eingehend untersucht wurde. Zwei, die ersten Dokumenta-Ausstellungen werden bis heute für eine ausgesprochene Männergeschichte gehalten. In der Gruppe, die als Kern der Veranstaltungsorganisation in die Geschichte eingegangen ist, waren keine Frauen vertreten. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Rolle gerade die Frauen, die dieser Gruppe nahestanden, gespielt haben könnten. Unter ihnen ist Eva Stuhnke, die Ehefrau von Heinz Stuhnke und Schlüsselfigur in der Entwicklung der Galerie der Spiegel, die von Anfang an mit ihrem Mann Hand in Hand arbeitete. Drei, es ist mehr als notwendig, das gesamte geografische Gebiet Osteuropa verstärkt mit in den Fokus der Dokumenta-Geschichtsschreibung zu nennen und hier vor allem die Galerien zu betrachten, die in Westeuropa oder in den USA osteuropäische Kunst verkauften bzw. auf die Dokumenta brachten. Das Beispiel Thaddäus Kantor und die Pariser Galerie Marc Spiegel ist hier eines. Dass der Distributionswege etwa zwischen der Galerie Michael Werner und dem Dresdner Maler Penck ein weiteres. Und Nummer vier, es wäre spannend, darauf hat Alexia Poth schon hingewiesen, die propagandistische DDR-Perspektive gegen den kapitalistischen Kunstbetrieb und die Monopole mit in der Diskussion um den Kunstmarkt in den Blick zu nehmen. Das sind nur einige der vielen Themen, die, oder so hoffen wir mindestens, in Zukunft erforscht werden können, um unser Wissen über die Geschichte der Dokumenta zu erweitern und so unser Verständnis dieser legendären Kunstereignisse zu verbessern. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.